ich sagen, Leid versuchen. ich stelle mich hier mal in dieser Folge wieder. Ich bin ja schon bereit. Noch der Buttmensch fehlt noch, um sich bereit zu melden. Genau. Und dann geht's los ins Gefecht. Mal gucken, was für eine Karte wir erwischen. Und diesmal spiele ich dann Leitpanzer, oder jetzt? Das brauchst du nicht. Was auch nicht. Nee, nee. Ich halte mich Tust das zurück. besser dann leisten. Ja, wir werden ja sehen, was wir jetzt im Matchmaking haben. Aber unfair, gleich eine Map, die ich gar nicht kannte. So, T6er gefällt, maximal schlecht. Also Ja. passt auf, ihr habt jetzt verschiedene Optionen. Ihr könnt euch entweder hier hinstellen. Ja, das hätte ich jetzt Ihr gedacht, dann könntet gehen wir euch hier rein. hinstellen, dann könnt ihr in die Richtung gucken und in die Richtung gucken und in die Richtung gucken. Ich mag. Und ich versuche von hier aus Licht zu machen. Ja, finde ich Wäre das gut. ein Plan? Dann gehen wir auch möglichst hinterher. Ja. Versuchen wir es mal. Weil wir brauchen nicht hinten in die Heavy Lane fahren, da werden wir einfach nur zusammengeknallt. Von der A1-Ecke, Und da Stefan und dann nach Süden, einziger Vorteil das ist ist, diese Runde nicht zu suchen. Also dass die dann Jungs und 7D Mädels, ungefähr, ne? Da. ja. Einziger Vorteil ist, die haben nur so einen Radpanzer auf Tier 6. Das heißt, die haben keine Sichtweite. Ich muss eigentlich nur von den Blocks ein bisschen aufpassen. Der Cruiser hat keine Sichtweite, der 14 TP hat keine Sichtweite. Und der AMD hat auch keine Sichtweite. Also eigentlich habe ich hier das Monopol, bis auf den Lux. Ich guck mal. So. Der hat gesagt, der 14 TP hat keine Sichtweite. Aber er fährt hier vor. Und er kriegt Hat einen natürlich auch schon Plan. Schaden, weil da steht nämlich schon der Light. Der hat einen Plan, da unten ist der Lux, aber den So. Schuss habe ich verpasst. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ich nicht schieße, weil sonst gehe ich auf. Kriege ich diesen Cruiser da? Oh ja, vom Cruiser kriegt man den Turm, aber jetzt heißt er halt unsichtbar. Der Lux fährt weg, komme ich nicht hin. Oh, doch Also ich werde jetzt. jetzt nicht schießen, ne? Weil Nein, dann nein, gehe ich auf und dann ist brauche ich nicht Feierabend. Ich mache jetzt. jetzt erstmal nur Licht. Ja. Frage ist, ob die Leute auch drauf schießen. Das sieht momentan nicht so aus. Also im Moment schieße ich auf den Cruiser und ich habe ihn gerade getroffen. Ich bin Ja. gespannt, ob ein sechster Sinn auslöst, aber das tut er nicht. So, mich haben sie schon. Das ging Dann warst du leider zu weit schnell. vorne. Dann warst du zu weit vorne. Du musst auf die Sichtkreise achten. Ja. Aber ich habe jetzt schon das erste Spotting bekommen. Und wie gesagt, ich Eine schieße immer noch Silberstück. nicht. Aber von Da dem kommt der Schluck kriege ich nächste Kandidat, der abgeschossen werden möchte. getroffen. Gut. Ist zu hoch. Dann gucken wir mal, was er da macht, der Bartmensch, so. So. Ich mache jetzt das Geduldsspiel eines Leitspielers. Eigentlich könnte ich hier schon überall schießen, mache das aber nicht. Also, sobald ich schieße, geht mein Tarnwert nach unten und dann kann ich gespottet werden. Mit denen dürfte es so Das gekriegt muss haben, nicht sein. 76 M. Der M10 zum Beispiel, der hier oben steht, der hat eine sehr gute Sichtweite. Hier sind Die 3 anderen J. nicht. Kriegst du keine Punkte für, aber der ist weg. Was ist denn das hier? Der sieht mich, ich muss vorwärts, sofort weg. Es ist immer wichtig für Light Sofort Tank, dass weg. man bis ins Endgame kommt. Also, dass man möglichst keine HP verliert oder wenig HP verliert, damit man im Endgame genug hat. Weil wenn du dann deine Geschwindigkeit aus und deine Sichtweite ausspielen kannst, da könnte ich jetzt sogar schon mal drauf schießen, eigentlich. Weil es keiner mehr, der mich spotten kann. Aber nein, lieber nicht. Genau, von mir gab es die Lektion. Ich habe zu früh geschossen und zwar einen Kill gekriegt, aber ich bin auch raus. Ob es das wert war, wissen wir am Ende. Ich bin da nicht so sicher. Sieht noch ganz Naja. gut aus. Von den HP haben wir fast 2000 Vorsprung. Das reicht. So, und Oh, jetzt, da er 500 hier. combined gemacht. Also. Jetzt schieße ich auch mal. Dann ist der Light raus. Und Lights, wenn die draußen sind, ist immer gut. Jetzt habe ich natürlich meine Position verbrannt. Jetzt muss ich auf jeden Fall ein paar Sekunden warten. Sagen mal so 10, 15 Sekunden. Bevor ich wieder in die Position reinfahren kann. Aber jetzt der Gegner gewahr schaut. Also lieber gucken. Gut. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein bisschen aggressiver fahren.
So, wir haben noch genug, die im Backup stehen. So, schaut mal hinten auf die Map. Da ist dieser BDR G1B. Ja. Das ist der 250 Alpha Panzer von den Franzosen. Und der Firefly VC ist ein Panzer, der schießt durch alle Panzer hier durch, wie durch Butter. Der hat einen Standarddurchschlag von über 150 mm auf der Standardmunition. Ich glaube, der hat mich auch rausgenommen. Ja, und der hat eine relativ genaue Kanone. Oh, guck mal. Okay. Gut. Ich habe jetzt geschossen, weil der war außerhalb des Sichtkreises. Der konnte mich also nicht spotten. Jetzt schieße ich aber nicht mehr. Und der T-34-85M hat auch Sichtweite. Ein bisschen. Nicht viel. Also keine ausgemaxte Sichtweite. Weit vorne die große Kanone mit den 180 Schaden, die er machen kann. Jetzt bin ich nämlich gleich aufgegangen. Aber damit habe ich gerechnet und bin gleich zurückgefahren. So, okay. Wenn ihr mal guckt auf der Karte, sieht jetzt so aus, als wenn es da hinten nur noch einen Gegner gibt. Den T-34-85M von uns und den BDR G1B. Problem ist aber, wir wissen nicht, wie viel AP der T-34-85M hat, weil die Map zu groß ist. Und wir sehen nicht, wie viel AP der noch hat. Aber ich bin tot. Aktualisiert dich erst, wenn du wieder im Sichtbereich bist. Dann kann ich die linke Alt-Taste von der Shift-Taste drücken und ich weiß, der hat noch ein Viertel unserer 85M. Ja, also du kannst, aber ich sehe das jetzt nicht. So. Nein, nein, aber wir sind ja im Zug und deswegen sage ich dir. Es wird jetzt aber Zeit für mich, ein bisschen aggressiver zu fahren. Ich werde jetzt mal in die Mitte fahren. Wohl wissen, dass er der AMD ist. Der AMD hat nämlich noch eine sehr gute HE-Munition. Der macht mit einem Schuss 170 Schaden, wenn er mich durchschlagen kann. Was wahrscheinlich ist. Der ist im Vor allem auch nicht weg, aber gut, da kann so, ich bin jetzt im Proxy-Spot gefahren. Das heißt, jetzt ist der AMD sichtbar, ich aber auch. Deswegen bleibe ich hier ein bisschen in Bewegung, damit die Arti nicht auf mich schießen kann. Also das, das AMD kann man machen, wenn man das Risiko einschätzen kann. Der AMD wird jetzt gleich auf mich rüberpieken. Das heißt, ich muss hier ein bisschen weg. Und ein bisschen Peekaboo spielen. Hoffen wir jetzt vor allem, dass unser Wolverine auf ihn zielt. Ah, das war ein guter Treffer. Er war gut. So, ich versuche ihn offen zu halten. Vor allem versucht er zu flüchten. Vielleicht kriegst du ihn dann nochmal. Ja, super. Ja, super. So, einen Kill haben wir, aber leider auch einen Schuss Schaden bekommen von dem M10 da hinten. Also der M10 ist wirklich ziemlich gefährlich. Aber jetzt, da er One-Shot ist, sogar für unsere Kanone, ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ich würde auch sagen, der muss verloren haben, wenn man guckt. Es Problem gibt noch ist die halt, Hunde, ansonsten hat er noch zwei Kettenpanzer, also... Problem ist halt, die M10 fahren sehr oft mit Schere und Tarnnetz. Das heißt, die sind dann so gut wie nicht outspotbar. Ich versuche jetzt also hier irgendwie in Deckung von den Felsen zu kommen, damit ich auf mich schießen kann. Weil er weiß, dass hier genug Gegner von uns sind. Also genug Leute aus unserem Team, die ihn sonst rausnehmen würden. Er ist auch schon weggefahren. Gut. So, übrigens haben wir Type T-34, ein T-5er, ein 14 TP und eine Hummel. Die Hummel ist jetzt tatsächlich mit am gefährlichsten. Der Type hat so eine kleine Nadelkanone. Und der 14 TP auch. Das heißt, die können uns nicht ohne weiteres rausnehmen. Nee, und dich sowieso nicht. Da habe ich ganz viel Hoffnung, dass das nicht passiert. So, okay, der Pipe ist weg. Mal gucken, ob wir noch was vom 14 TP abbekommen. Das ist der ganze Aber hinten. Es kann sein, dass die Arti ihn vorher nimmt. Sagen, vor allem, der wird sich beschäftigen mit dem T1 Heavy, weil die da ganz in der Nähe von ihm sind. Deswegen kriegst du ihn vielleicht. Ich brauche auch zwei Schüsse, um ihn alle zu machen. Okay, da ist die Arti. Ich doch nehme die Army. Arti ist immer wichtiger. Jetzt drehst du ihm mal den das Heck zu, aber ist okay. Das ist ja klar, ich benutze ihn als Schild. Jetzt versteckst du dich am besten hinter der Arti. Jetzt dreh die Kanone und jetzt den Killshot. Jawohl, siehst du, sehr schön. Super. So. Also wie gesagt, ich habe die Arti jetzt quasi als Deckungsschild genommen, weil ich wusste, dass der 14 TP von hinten kommt.
Für mich ist eine Arti aber immer wichtiger. Ich mag die Blicker nicht. Nee, das stimmt. Die hätte dich, glaube ich, auch one-shotten können als Arti, wenn sie dich oben ins offene Cabrio-Dach schießt. War schon gefährlich. Dann hast du, glaube ich, vollen Schaden. Aber er hatte gerade geschossen. Von wegen, das ging noch. Stimmt. Ja, stimmt, dann kann er dir so schnell nichts. So, das ist jetzt so ein typisches Bild mit diesem Panzer. Ich habe jede Menge Support Damage, aber ich habe wenig Schaden gemacht. Aber das ist halt das Problem vom geringen Alpha. Du musst halt, wenn du so eine kleine Kanone hast, öfter schießen, um auf den Schaden zu kommen. Der Ich macht halt habe nur 70 Schaden pro Schuss. Aufklärung bekommen, Hilfe bei Zerstörung und Einsatz der Panzerung. Hey. Ja, schon ist einmal ein So. Block drauf, ja. Also wie gesagt, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ihr müsst immer eine Backup-Strategie haben. Lasst die Leute möglichst nicht so nah an euch rankommen. Ihr habt ja gesehen, wie ich auf dem T-34-85M geschossen habe. Da habe ich geschossen, weil ich genau wusste, dass der zwischen den beiden äußeren Kreisen ist. Das heißt, der Sichtkreis von 445 Metern und alles, was dahinter kommt, bis zur Render-Range, das ist der Bereich, wohin ihr auch schießen könnt. Wenn ihr näher dran schießt, dann riskiert ihr aufzugehen, dass ihr gespottet werdet und dass ihr rausgenommen werdet. Das ist euch beiden jetzt passiert. Das heißt, Ja. entweder ihr habt irgendwo einen Busch, wo ihr euch hinter verstecken könnt. Wenn der Busch undurchsichtig ist, dann habt ihr zumindest in dem Bereich, wo der Busch euch abdeckt, könnt ihr nicht aufgehen. In der Regel. Zumindest in dieser Tierstufe nicht. Nachher, wenn ihr ab Tier 6 eventuell gegen Tier 8er kämpft, ab Tier 8 können die Lights und auch die Mediums ein sogenanntes CVS verbauen. CVS heißt Commander Vision System. Und das deckt Ziele auch hinter Buschen auf. Das heißt, unter Umständen könnt ihr außerhalb der Proxy-Range, wenn ihr in der Buschreihe lang fahrt, dann gespottet werden. So, das ist dann für einen TD natürlich ärgerlich, aber es ist ja ein Teamspiel. Normalerweise müsstet ihr Lights haben und die Lights müssten die Leute dann vorher rausholen. Es gibt halt aber leider auch viele Lightplayer, die ihr Handwerk nicht so ganz verstehen und die dann auch diese Ausrüstung nicht verbaut haben. Also das Sichtsystem des Kommandanten heißt es auf Deutsch. Ja, CVS, das genau. Commander Vision System, ist halt die englische Variante davon. Aber da man hier ja meistens international spielt, kommt man meistens mit dem englischen Vokabular. Ja, so richtig spielt man es auch auf Englisch, ja. Also wie gesagt, da müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten. Alle beide. Ja, Ja. ich weiß, ich kann besser, das, also grundsätzlich jedenfalls. Also wie Alles gut, gesagt. und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst mal wieder hier hören, sprechen, spielen können. Also auf jeden Fall Ja. gern. Also wie gesagt, auch gerade Ich Stefan, glaube, ne? der lernt, Also genau, ja, der achte lernt auf noch die am meisten davon. Sichtkreise. Ja. Achte auf die Sichtkreise. Du hast jetzt natürlich ein bisschen Erfahrung gemacht. Das wird dich vielleicht ein bisschen weiterbringen, weil wir auch gesiegt haben. Ein Sieg bringt immer mehr Erfahrung. Aber wichtig ist für dich, und das solltest du dir auch für die Zukunft merken, du solltest an Schaden und an Support Damage mindestens deine eigenen HP schaffen. Das heißt, Okay. in deinem Falle, ich weiß nicht, wie viel hast du jetzt? 450, 400 HP? Also, das wäre jetzt so, dein Ziel für die nahe Zukunft, was du dir stellen solltest, dass du halt deine eigenen HP zumindest an Support Damage oder an eigenen Schaden, den du mit der eigenen Kanone anlegst, dass du Das das sind manche schaffst. 350, die ich habe. Genau, Ja, genau. 350. Also für ein TD ist es eigentlich immer relativ einfach. Für eine Artillerie ist es noch viel einfacher, das zu schaffen, weil die sehr wenig HP-Punkte haben. Bei mir zum Beispiel ist das schwierig. Es gibt ja die sogenannte WN8, die WN8-Wertung und ich habe jetzt in diesem Gefecht relativ wenig WN8 bekommen. Ich habe nur 1243 WN8 bekommen. Das ist eigentlich für mich unterdurchschnittlich, liegt aber halt daran, dass ich wesentlich mehr Spotting-Schaden gemacht habe und Spotting wird leider nicht ganz so gut bewertet in der WN8. Die WN8 ist so eine künstliche Bewertung, da gehen viele Sachen mit rein. Es ist dann wichtig, dass du auf Gegner schießt, die höherstufig sind, dass du aus der Nähe Schaden machst und dass du Gegner spottest. Wenn du aber mehrere Lights hast, wir hatten ja am Anfang noch mehrere Lights, bis der 14 TP rausgegangen ist, dann teilt man sich das Spotting und dann kriegt man auch weniger Erfahrungspunkte. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Okay. Viel Info. Muss ich mal gucken, wie ich das alles merke. Aber das Es heißt, ich ist. muss einfach mal ein Video öfters wieder angucken.
Dann Also World of aber wir sind da Tanks. eindeutig sicher. Also ist eindeutig alles richtig, was du gesagt hattest. Und deswegen ist da, haben wir hier nochmal einen starken Zugkameraden dazugekommen. Der Der wird uns auch immer noch viel schön helfen können, ganz meine bestimmt. Videos anguckt und auch schön immer Feedback abgibt. Finde ich gut. Also wenn World of Tanks 1 nicht ist, dann ist es anfängerfreundlich. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, so wie du es jetzt gerade machst, Stefan, dass du einige hundert, einige tausend Gefechte in den Tierstufen unterhalb von Tier 5 spielst, damit du die Maps kennenlernst, Ja. damit du die Panzer kennenlernst, weil wenn du jetzt in die Stufen höher steigen würdest, dann würdest du die alten Panzer, die du gerade gelernt hast, vergessen, würdest neue dazulernen. Und ja, du brauchst im Prinzip alle. Nichts Du musst richtig. grob ungefähr wissen, was erwartet dich bei diesen Panzern, so wie ich das zum Beispiel weiß, ne? Ich weiß zum Beispiel, der Firefly VC hat halt diese sehr genaue Kanone, die einen sehr hohen Durchschlag hat, die auf der Premium-Munition über 200 mm Durchschlag hat. Das heißt, da kannst du auch ein Heavy frontal pennen, wenn du gut zielst, ne? Ich weiß, dass der BDR G1B, dass der 240er, 250er Alpha hat. Ich kenne die Munition vom AMD 178, dass der halt eine sehr gute HE hat mit 70 mm Durchschlag. Das ist mir halt bekannt. Und ich kann das halt abschätzen, weil ich diese ganzen Klassen halt schon gespielt habe. In T3485 habe ich zum Beispiel auch schon gedreimarkt, also quasi durchgespielt. Ne, das ist halt, wenn du länger spielst und dich mit diesen Panzern beschäftigst, dann ist das halt, kommt das halt mit der Zeit. Ne? Der Cruiser 4 zum Beispiel, das ist ein sehr bekannter Stats-Padder-Panzer. Das ist ein Panzer, der kann einen sehr hohen Tarnwert haben und der hat so eine Pompom-Kanone. Ich weiß nicht, irgendwann hattest du auch schon mal eine Pompom-Kanone, ne? Du hast den. Irgendeinen Panzer bist du schon mal gefahren mit so einer Pompom-Kanone, wo du Wen quasi denn? Ja. drei Schuss im Magazin hast, ne? Ja. Bei dem Cruiser 4 ist das so, der hat vier Schuss. Das heißt, wenn du einmal schießt, wenn du einmal auf den Knopf drückst, schießt er zweimal, dann ist die Hälfte des Magazins leer. Wenn du nochmal drückst, ich glaube, du hast den Cruiser, den Vorgänger vom Cruiser gehabt, den Cruiser 2 oder so, ne? Oder Cruiser Musa 3. MK2. Genau. Und der Ja. Cruiser 4, der hat halt die Kanone auf einem ganz anderen Level. Der hat auf der Goldmunition über 100 mm Durchschlag. Das heißt, der kann da schon richtig Aua machen. Und der hat, wenn er von solchen Leuten gefahren wird, die sich mit diesen Panzern auskennen, die sogenannten Stats-Padder oder Seal-Clapper, dann haben die da auch eine sehr gute Crew drauf, ne? Genauso die Su-76M. Das ist auch so eine ganz, ganz kleine Kanone, die er drauf haben kann. Aber der hat einen unheimlichen Tarnwert und der kann sehr viel Schaden machen. Man muss die Panzer halt kennen. Das ist das Problem. Und das ist A und O. Deswegen kann ich dir nur noch mal Tanks-GG mit den Tierstufen und den Panzern immer empfehlen, dass du dir anguckst nach dem Gefecht, mit welchen Panzern hast du zu tun gehabt, wie sind die Werte von den Panzern, weil das hilft dir im Gefecht nachher extrem. Ich bin ja im Prinzip ein wandelndes Lexikon, weil ich diese Panzer auch alle, fast alle schon gefahren habe. Mal kurz überlegen, welchen habe ich noch nicht gefahren? Na, eigentlich habe ich alle schon gefahren. Also von denen, die jetzt hier am Gefecht teilgenommen haben, habe ich alle schon gefahren. Du hattest letztens ein Video, wo ihr auf Steppen gefahren seid, wo du gegen ein T43 2643 gefahren bist. Der italienische Mediumpanzer. Italiener, ja. Der ist sehr gefährlich. Also wenn ich den fahre, Ja, das haben wir er auch hat. gemerkt. Der hat mich auch überrascht, muss ich Ja, ehrlich sagen. Ja. also der P2640 hat eine sehr potente HE-Munition. Das heißt, der hat eine HE-Munition, die macht 175 Schaden, wenn sie durchschlägt. Und die hat 70 mm Durchschlag. Das heißt, damit kannst du die Leute Vier richtig super, ärgern, ja. wenn du Pech hast. Und davon standen im Finale, glaube ich, zwei Panzer gegen Stefan. Kann ich mich noch erinnern an das Video. Ja. So, und das ist auch so ein Panzer, der wird auch ganz gerne mal von Stats-Paddern gefahren. Gerade jetzt, weil Tier 4 halt im Battle Pass mit drin ist. Stimmt.
Da muss man heutzutage mit rechnen, das ist so. Ja. Und hat ja auch nur 41er Genauigkeit mit seiner Haubitze. Bestimmt. Also ich habe den zum Beispiel mit einer neuen Crew jetzt drauf und die ist noch nicht vernünftig ausgebildet. Die ist bei 90% im ersten Perk, weil ich die andere Crew weitergenommen habe. Aber auch damit kannst du, wenn du weißt, was du tust, ziemlich viel Ärger mitmachen. Okay, Leute, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich muss morgen 4:30 Uhr raus. Okay, danke aber für deine Tipps hier und für deine Erklärungen. Und ich versuche das jetzt quasi irgendwie zu verarbeiten und dann Stück für Stück mir über das Tanks GG mir einfach mal meine Gegner der letzten Schlachten, die mir so bekannt sind, einfach mal anzugucken. Und auch die, die ich gefahren habe, um nochmal auch meine eigenen Panzer kennenzulernen, was die können, um quasi Mismatch aus dem Weg zu gehen. Ne? Siehe, Ja. wie früher Bogenschützen gegen Kavallerie ist halt dann, pf, ja. Ihr Das ist müsst euch. tatsächlich bei Ihr... World of Tanks und durch die Rollen tatsächlich auch vergleichbar. Es gibt das tatsächlich auch in allen Klassen. Die Bogenschützen und die fetten Artilleristen. Und da gilt es dann eben, die Fahrzeuge kennenzulernen über die Spielzeit, die Spielerfahrung Genau. oder eben über Tanks GG. Also es gibt ja viel zu lernen. Ja. Also ihr Ja. müsst euch immer Ich das habe jetzt Setting 10 Jahre vorher Zeit, angucken. oder wie viel habe ich Zeit? Du hast so viel, wie du dir nimmst, das ist ja klar. Ich sage, ihr müsst euch mal das Setting angucken. Ihr müsst gucken. Seid ihr Low-Tier? Seid ihr Mid-Tier? Seid ihr Top-Tier? Anhand dessen könnt ihr schon mal festlegen, spielt ihr passiv? Spielt ihr semi-passiv? Also unterstützt ihr eure Top-Tiers? Oder spielt ihr ganz aktiv vorne in der ersten Reihe? Bei Top-Tier natürlich ganz in der ersten Reihe. Bei Mid-Tier müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Und bei Low-Tier müsst ihr ganz aufpassen. Das hat bei euch jetzt in der letzten Runde nicht so geklappt. Aber daran kann man ja arbeiten. Wir sind ja alle Auf lernfähig. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und dann kommt halt noch mit dazu, was habt ihr für einen Panzer, was hat der Panzer für Vorteile, was hat er für Nachteile? Beim M8A1 ist zum Beispiel der Nachteil, der Turm dreht sehr langsam. Der Panzer ist an sich ziemlich schnell, aber er dreht auch nicht so schnell. Und sobald ihr euch bewegt mit der Wanne, geht euer Tarnwert flöten. Das hat ein Light zum Beispiel nicht. Der Light hat die ganze Zeit, oder die Lights ab Tierstufe 4 haben eigentlich alle den Vorteil, dass sie immer den gleichen Tarnwert haben. Es sei denn, du hast, wie du das auf deinem Panzer 38 hast, hast ein Tarnnetz drauf. Dann hast du natürlich im Stand einen höheren Tarnwert, das ist klar. Aber ich habe zum Beispiel das Dämpfungssystem fürs Abgas bei mir verbaut. Ich habe während der Fahrt auch einen guten Tarnwert. Also das geht auch. Ich habe das früher auch gemacht. Ich bin früher auch mit Tarnnetz gefahren, damit ich mich in den Bus stellen konnte und auf die Leute schießen konnte. Ja, so hieß es Ohne früher immer. aufzugehen. Ja, Das ging auch. so hieß So, es früher immer. Das stimmt. also das muss man mal wissen. Dann musst du wissen, was ist das für eine Map? Ist die Map offen? Wo kann man hinfahren? Wo sollte man nicht hinfahren? Zum Beispiel Muss man das, das was unsere Tarnnetz eigentlich Gegner. irgendwie aktivieren, wenn man da jetzt da steht? Das Tarnnetz und das Periskop aktivieren sich automatisch, sobald du, ich glaube, 2 oder 3 Sekunden stehst. Okay. Genauso, wenn du das Signal hörst, ne, das Signal des sechsten Sinnes, was ja jetzt bei allen Kommandanten schon mit drin ist, das bedeutet nicht, dass du in dem Augenblick gesichtet worden bist, sondern das bedeutet, dass du vor 3 Sekunden gesichtet worden bist, im besten Fall. Es kann auch Okay. sein, dass du vor 2 Sekunden gesichtet worden bist. Auf jeden Fall, wie gesagt, du musst immer davon ausgehen, wenn du geschossen hast, dass du aufgegangen bist. Okay. Also immer dann eine Backup-Strategie haben. Das heißt, dich irgendwo fallen lassen mit dem Panzer, in eine Deckung fahren oder hinter einer Ecke verstecken und so weiter und so fort. Und du musst dir immer darüber im Klaren sein, wenn du gespottet bist, bist du von allen auf der Karte sichtbar. Es sei denn, sie sind außerhalb der Render-Range. Dann können sie nur sehr schlecht auf dich schießen. Klappt manchmal auch, aber da muss man halt genau wissen und Glück haben, ne? Das ist dann Okay. immer so eine Sache. Immer im schlimmsten Fall, sobald die Glühlampe aufgeht vom sechsten Sinn, sind die Kugeln, die dich treffen sollen, auch schon in der Luft. Genau, Das das heißt, ist spätestens natürlich, dann musst du auf dem Gas sein. Ja. jetzt auf den Tierstufen, wo ihr euch jetzt bewegt, ist das noch nicht so extrem. Ja, Aber es kommt jetzt also wenn ihr zunehmend. getroffen werdet, seid ihr meistens nicht sofort weg. Aber später, beispielsweise auf Tier 10, hast du einen RV 4005, der macht mit einem Schaden mindestens 1750 Schaden. Und die meisten Panzer sind dann weg.
Habe ich gerade vorhin tatsächlich in irgendeiner Achterrunde gehabt. Da habe ich auch gedacht, eieiei, das hätte ich auch wissen können. Dazu Habe kommt ich dann halt noch, nicht. Stefan, das hast du wahrscheinlich noch nicht gehabt. Es gibt sogenannte Amorek-Treffer. Also ich habe einige Videos gesehen, da hast du sehr, sehr spät dein Amorek, was kaputt war, repariert. Problem ist, wenn das Amorek als Modul beschädigt ist, wird der nächste Treffer im Amorek dazu führen, dass dein Panzer explodiert. Und dann bist du aus dem Gefecht draußen. Das heißt, wenn ihr einen Amorek-Treffer kriegt, immer sofort reparieren. Was ist ein Amorek? Das Das ist das Munitionslager. Ach so. Munitionslager. Okay. Das ist diese, wenn du dieses Zeichen mit der Granate dann da hast. Ja, das ist okay. Das ist Ja, halt okay. Amorek. Dann kannst du dann lädst du langsamer nach. Mhm. Und das Problem ist halt, der nächste Treffer kann dafür sorgen, dass du ins Nirvana gehst. Und das ist halt auch das Problem nachher in den höheren Tierstufen, weil die Panzer kriegen wesentlich mehr Alpha-Schaden und dann auch wesentlich mehr Modulschaden. Und wenn die das Modul Amorek treffen, an der richtigen Stelle, dann hast du einen One-Shot. Okay. Egal wie viel der Panzer hat. Das heißt, wenn der Panzer mal eben 2000 HP hast und triffst das Amorek mit dem richtigen Geschoss im richtigen Winkel an der richtigen Stelle, hast du mit einem Schuss 2000 Schaden gemacht. Oh. Das kann passieren. Wenn du dann derjenige bist, dessen Panzer explodiert ist, hast du natürlich den Ärger nachher. Ne? So, jetzt muss ich aber. Okay, Okay. Leute, Okay, alles hat mir gut, dann Spaß hören wir uns gemacht. nächste. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Wir sind jetzt Also, haben uns jetzt auf der Freundesliste, ne? bis dann. So ist es genau. Wir sehen uns dann wieder in den Folgen. Ciao, ciao.